Hallo und willkommen zum zweiten von 9 Rennen. Wir fangen gleich an. Und auch hier ist es wieder so, wir werden gleich ziemlich interessante Sachen erfahren über die Strecke in Österreich. Da werde ich wieder nicht reinlabern, das lassen wir einfach mal laufen. Und los geht's. Das Dröhnen der Motoren zwischen den Bergen der Steiermark. Heute startet der große Preis von Österreich. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zu Kurve 3. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Russell, Norris, Oscar Piastri, Stroll, Ocon, Tsunoda, Joe, Bottas, Hülkenberg, Sainz, Ricardo, Gasly, Magnussen, Sargent und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Stefan Römer wird mir auch heute wieder mit seinem Fachwissen zur Seite stehen. Stefan, worauf sollten wir achten? Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg über Max Verstappen unterhalten. Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole-Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Abgesehen davon kann es natürlich passieren, dass irgendein Vorfall in Kurve 1 das Rennen komplett auf den Kopf stellt. Hoffen wir mal, dass alle das Rennen heil überstehen. Na und ob wir das hoffen, kann ich übernehmen oder... Ja, sieht nicht so aus, als ob mir mein Renningenieur wieder reinquarkt. Dann schauen wir uns mal unsere Strategie an. Auch hier würde ich den... zwei Boxenstops braucht jetzt 6 Sekunden länger, ja mehr. Und so wie ich das gerade sehe, gegen Ende der Session, also gegen Ende des Rennens, soll es regnerisch werden. Dann ist es natürlich nicht gut, davor nochmal auf Medium gewechselt zu haben und dann praktisch einen vierten Stopp zu brauchen. Deswegen würde ich mich tatsächlich jetzt für den Einstopper hier entscheiden und hoffen, dass wir damit richtig liegen. Gut, Strategie ist gewählt, das Rennen kann gestartet werden, natürlich mit der Einführungsrunde. Und diesmal bin ich schon deutlich besser platziert als bei der letzten Runde, nämlich auf Platz 15. Wäre doch gelacht, wenn man Max Verstappen diesmal nicht schlagen. Die Kupplung funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Vergiss nicht, die Reifen und Bremsen aufzuwärmen. Tu das während dieser Runde. Natürlich tue ich das während dieser Runde. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ich versuche es trotzdem. Also natürlich, im richtigen Rennen bringt es was, aber ich gehe immer noch davon aus, dass das hier in dem Spiel nur Simulation ist. Also... im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube nicht, dass hier mal mit unterkühlten Reifen starten kann, sondern dass das Aufwärmen hier zwar ein bisschen Show ist, man kann zwar machen, man sieht, wir können ein bisschen was aufwärmen, aber ob das tatsächlich einen Unterschied macht, ob wir hier mit kalten Reifen oder warmen Reifen unsere Startposition wieder einnehmen, wage ich zu bezweifeln. Das wäre natürlich auch ein cooles Feature, wenn es so wäre, dann müsste ich mich hier wirklich anstrengen, die Reifen auf Temperatur zu kriegen und vor allem zu halten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist mehr Show für die Einführungsrunde. Aber ich mag sie. Können wir nochmal die Strecke kurz verinnerlichen. Und auch letztes Mal habe ich es schon mal angedeutet. Es wird keine Rückblenden geben und Simulationsschaden ist an. Das heißt, wenn ich Mist baue, dann habe ich ein richtiges Problem. Das macht den Start besonders schwierig und besonders unterhaltsam. Weil wenn ich da Mist baue, ist das ganze Rennen vorbei und dann muss ich irgendwie schauen, wie ich den Rest hier mit Content fülle. So, diese immersive Parkmöglichkeit hat seit Jahren gefehlt. Endlich ist sie da. Wollen wir mal schauen, ob man diesmal das relativ optimal hinbekommt. Ja!
Mist. Du könntest besser stehen. Es ist wichtig, dass du gut wegkommst, wenn es losgeht. Mist, ich dachte, wir hätten's. Und dann hat irgendwas nicht geklappt. Batterie ist an. Ampeln sind rot. Und los geht's. Nur kein Mist bauen. Ja, das sieht gut aus. Nur nicht mich gegen die Wand drängen. Da muss ich abkürzen. Ah, ich gebe denen die Plätze zurück. Ich wollte nur nicht, dass die mich hier irgendwie kassieren. Zwei Plätze haben aber schon gut gemacht. Die bremsen zu sehr. Vielleicht muss ich sie außenrum. Ne, da muss ich ausweichen. Und sicher wieder rejoin. Wir haben trotzdem, trotz dieser Aktion, noch ein paar Plätze gut gemacht. Ist ja schön, dass das für uns zählt und das Spiel das nicht als unfairen Vorteil wertet. Die Kurve ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen war ich da ein bisschen skeptischer, was ich denn so mache. Aber jetzt alles wieder unter Kontrolle. Der Stroll könnte ruhig mal ein bisschen einen Gang zulegen. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade in dem Rennen deutlich schneller als er. Na, merkt er schon, dass ich ihn überholen will? Ja, der hat die Ideallinie auch verlassen. Da gab es leichten Kontakt zwischen uns. Nichts ist passiert, zumindest mir geht's gut. Dem Auto geht's gut. Da ist er. Wir haben aber die Innenseite und dann... er ist vorne in der Kurve. Das heißt, es ist eigentlich... Hätte er das Recht auf die Position, aber ich bin standhaft geblieben. Ich glaube, ich habe ihm genug Platz gelassen. Sehr schön. Sind wir an ihm vorbei und bleiben das hoffentlich auch. Nicht, dass er sich noch irgendwie zurückkämpfen will. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Ja, ja. Alles zu seiner Zeit. Auf der Geraden mache ich das. So, DRS wird nächste Runde auch freigeschalten. Da haben wir dann die Chance, an Ocon vorbeizukommen. Wenn wir innerhalb der einen Sekunde sind, und das sind wir noch nicht ganz... Die Kurve auch nicht besonders schön erwischt. So, ich setze meine Batterie ein. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Dankeschön. Und hier kann man die Batterie auch noch offen lassen. Am Ende dieser Geraden werde ich es zumachen. Ein Glück sind die Reifen noch so gut. Sonst hätte ich wieder einen Tick zu spät gebremst und dann wäre für Ocon und für mich das Rennen vorbei gewesen. Wie gesagt, das war mehr Glück als Verstand. Das brauchen wir auch irgendwann mal. So. Sehr schön. 9. Platz und wir haben den 9. Platz erstmal sicher. Zumindest hier in den... so viel zu sicher. Das Auto hat sich beinahe gedreht. Ich habe es gerade so gefangen bekommen. Das ist immer das Problem, wenn man auf dem Curb richtig Gas gibt. Hinter uns gab es eine gelbe Flagge. Auch interessant, was da passiert ist. War doch nicht wegen mir, oder? Nee, müsste ein separater Incident gewesen sein. Weil so viel Zeit habe ich nicht verloren. Da ist jemand ganz langsam. Daniel Ricciardo ist draußen. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Das Auto hinter dir fällt zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Na, das ist ja wunderbar. Und schön rum hier. Nicht so viel Curb erwischen und weiter geht's. Wir müssen unbedingt aus dem Sekundenfenster raus zwischen Ocon und mir. Sonst kriegt der immer einen DRS-Vorteil und ich habe gerade nicht diesen Vorteil. Weil ich viel zu weit von Piastri weg bin. 2 Sekunden schon. Na, diesmal war ich ganz zufrieden mit der Kurve. Für meine Verhältnisse doch ganz okay. Natürlich nicht zu vergleichen mit irgendwie Spielern, die was können.
aber sparsam. Das kann ich und ihr hoffentlich auch. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Wunderbar, das heißt, wir kommen ran. Alles richtig gemacht. Ich schalte meine Batterie wieder zu. Und dann sollten wir hoffentlich in den nächsten 1-2 Runden nah ans DRS-Fenster rankommen von allen vor uns. Also zumindest von dem Haufen von 4 Autos. Das Sandwich aus, ist eher Hanuta aus, McLaren und Mercedes. Oh, wenn die sich bekämpfen, habe ich eine wahre Chance. Das kostet die nämlich unheimlich viel Zeit. Und es heißt ja nicht umsonst, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Bloß kein Gas auf diesem Körb auf der Innenseite mehr geben, sonst drehe ich mich wirklich noch. So, jetzt aber schön DRS und er verteidigt. Ist dadurch natürlich gezwungen, die Innenbahn zu nehmen. Das heißt, wir kriegen besseren Exit und können uns tatsächlich behaupten. War zwar leicht außerhalb der Strecke, aber ich glaube, den Platz hätte er mir auch nicht gelassen. Das heißt, wenn sie spielen, nicht beschwert, akzeptieren wir das mal. In der richtigen Formel 1 hätte ich den Platz wahrscheinlich zurückgeben müssen. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Regen in 10 bis 15 Minuten. Das wird das ganze Feld nochmal aufmischen. Nee, weil ich habe den überholt, während nicht alle vier... ich habe den überholt, während keiner der vier Reifen mehr auf der Strecke war. Ich glaube, die waren alle hinter der weißen Linie. Und dadurch ist es eigentlich Überholen abseits der Strecke. Und wird meistens entweder mit einer 5-Sekunden-Strafe geahndet oder halt... gar nicht, wenn man den Platz zurückgibt. Ist immer die Spekulation. Hier gibt es aber keine Strafe. Ich habe alles richtig gemacht. Die war ein bisschen geschnitten. Das ist gar nicht so gut, über diese gelbe Wurstkörb zu fahren. Das schadet dem Unterboden massiv und Mensch, hat der sich zurückgekämpft, der Piastri. Ein Glück habe ich noch die Innenbahn, den Platz gönne ich ihm da. Ah, jetzt hat er DRS und ich zum Glück auch noch. Obwohl ich außerhalb des DRS-Fensters bei Hamilton bin. Irgendwie hat es trotzdem noch gezählt von vorher. Sonst hätte Piastri mich jetzt relativ locker kassiert. Gelbe Flagge. Warum denn das? Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Nein, Unfall. Leclerc! Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Was ist denn los mit Ferrari? Selbst in dem Spiel haben die Pech. Nein, Charles! Da fällt mir das Meme wieder ein, wo er irgendwie so ein ganz... Entweder sich mit so einer Nudelpistole... an den Kopf fällt oder Charles ist aus dem Rennen. Ja, habe ich mitbekommen. Oder halt so richtig fertig und deprimiert aussieht. Der arme Mann. Der hat echt kein Glück in den letzten 2 Jahren bei Ferrari. Die machen auch ungute Sachen mit ihm da. Aber toller Typ. Eigentlich mag ich alle vom Feld ganz gerne. Gibt natürlich Leute, die ich mehr mag, Leute, die ich weniger mag. Gleich den netten Herrn vor mir mag ich ein bisschen weniger. Ist zwar ein unheimlich geiler Rennfahrer, wirklich einer der besten, aber einfach charakterlich finde ich ihn nicht so gut. Ja, ich bestreite nicht, dass er einer der besten, wenn nicht sogar der beste ist. Irre krass, was der abgeliefert hat. Nur eben die Persönlichkeit, nicht so ganz, was ich mir... Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Oh, das ist doch gut.
Genau, Persönlichkeit einfach nicht das, was ich mir unter einer guten Persönlichkeit vorstelle. Ah, ich muss mir da auch nichts vormachen. Ich bin da auch ein bisschen wirrt. So, jetzt haben wir nochmal DRS und kommen hoffentlich an Hamilton vorbei. Obwohl, hat er auch DRS? Müsste er eigentlich. Ja, der Flügel ist gerade zugegangen. Das heißt, er hatte auf jeden Fall was. Er ist ja auch so nah an Norris dran. Nur manchmal gibt es ja auch Probleme mit dem Heckflügel und dann öffnet er sich nicht. Und seltener gibt es Probleme, da schließt er sich nicht. Das ist dann ein sehr interessantes Fahrgefühl. Da funktioniert dann gar nichts mehr, kurventechnisch. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Warum denn das? Ändern oder mit Plan A weitermachen? Weiß ich nicht. Ich bin mit Plan A zufrieden. Wieso, was macht ihr denn? An der Geraden werde ich mir... beinahe Reifen abgefahren. Beinahe Reifen abgefahren. Bestätige. Ah, die wollen, dass ich früher reinkomme. Zwei Runden früher soll ich rein. Interessant. Wahrscheinlich, weil ich so scheiße bin, die Reifen irgendwie zu schonen. Und die jetzt schon echt abgeschrabbelt sind. Die sollen noch 5 Runden halten. Na, viel Glück damit. Da bin ich ein bisschen außerhalb gefahren, weil ich Angst hatte, dass der mich irgendwie... Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, ich merk's. Nicht mehr sehr viel Gummi auf den Reifen. So, meine Batterie ist gleich voll. Das werde ich auf den folgenden 2 Geraden voll ausnutzen. Okay, wir müssen da vorbei. Setz Überholen ein. Überholen. Ja, was? Das habe ich doch schon gesagt. So. Hamilton ist hinter uns und bleibt es hoffentlich auch. Bleibt er nicht? Schlechter Kurven-Exit. Oh, er bleibt doch. Das heißt, er hatte auch einen schlechten Kurven-Exit. Naja, bisschen Glück muss ich ja auch manchmal haben. So, der Lando vor uns. Komm schon. Ich will links vorbei. Na, vielleicht will ich doch innen vorbei. Ja, komm schon. Ich lass dir Platz, ich lass dir Platz. Lass mir auch Platz. Ja, sehr schön. Das war doch mal wieder ein schönes Überholmanöver. Gut gemacht, super überholt. Runden Hammer noch. Verstappen ist, glaube ich, wieder davon marschiert. Und ich glaube, wir überrunden bald Stroll, wenn ich die Minimap richtig deute. Was ist da denn passiert? Vielleicht war da irgendwie ein Unfall verwickelt, wo dann Ricardo oder Leclerc rausgefallen sind. Oder ist Alonso Erster? Das kann ja eigentlich nicht sein. Die Frage ist, wo ist denn Verstappen? Ist er schon wieder 2 Runden weiter als der Rest? Na komm schon, Perez kriegt mal auch. Mensch, das... Tatsächlich, Alonso ist Erster. Wo ist denn Verstappen hin? Der hätte mich beinahe kassiert. Was fährt der denn für einen Mist zusammen, der Russell? Komm schon, Sainz. Gib alles. So, Batterie lasse ich jetzt wieder eine Weile aufladen. Obwohl... Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. So nah wie Perez gerade kommt, mache ich es vielleicht doch lieber ein bisschen auf. Vor allem, weil ich jetzt kein DRS habe, er aber schon. Er wird von Russell überholt. Russell hat ihn. Ich nehme die Innenbahn.
kann ich die bisschen... Russell hätte mich beinahe auch kassiert. Ich hatte die Nase vorne. Ungefähr 10 bis 15 Minuten. Okay, immer noch in 10 bis 15 Minuten Regen. Das wird uns aber trotzdem treffen. Wie lang sind denn die Rundenzeiten? So eine Minute 10. Das heißt, so ungefähr ab Runde, sagen wir mal, 23, 25 kann es anfangen, richtig heftig zu pissen. Und dann ist irgendwie alles komplett chaotisch. Wie in der Realität, so im Spiel. Na, kommen wir überhaupt ran an Alonso? Wir sind immer noch so ungefähr 2,5 Sekunden weg von ihm. Oh, auch hier wieder zu sehr die Kurve verkürzt. Das hilft mir natürlich, aber ist ein bisschen unschöner. Oh, nicht gut gebremst. Da habe ich Zeit liegen lassen. Na komm schon. Dreh dich, du Rad. Wir müssen unbedingt in die Box. Da ist nichts mehr an verwertbarem Gummi auf den Reifen. Ich muss so langsam durch Kurven fahren, um irgendwie eine Linie halten zu können. Das ist nicht mehr feierlich. Statusreport. Zweiter Platz. Du bist auf dem zweiten Platz. Alonso liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Russell liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Diese Runde, jetzt mach Druck. Okay, jetzt pushen wir tatsächlich. Ich mach die Batterie an, beziehungsweise auf. Und dann gehen wir am Ende von der Runde in die Box und hoffentlich kriegen wir dann schöne harte Reifen, die dann ein bisschen halten, auch durch den Regen hindurch. Ist ja keine Garantie, dass es schlimm regnet oder dass wir volle Regenreifen brauchen, geschweige denn Intermediates. Teilweise kann man ja bei Regen, zumindest bei sehr leichtem, sehr kurzem Regen, immer noch mit den Slicks weiterfahren, also mit den Schönwetterreifen. So, die Batterie ist ausgeschalten. So, nur keine Scheiße jetzt noch bauen. Und dann natürlich das optimale Ding noch beim Boxenstopp erwischen. Oh, Alonso bleibt draußen. Gewagt auf den alten Reifen. Dachte, der kommt jetzt auch vielleicht rein. Ja, optimal erwischt. Komm schon. Grün. Los. Schöner Stopp von der Ferrari-Crew. Schöner Stopp von der Ferrari-Crew. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ich gebe mein Möglichstes. So, und Batterie wieder an auf dieser schönen Geraden. Reifen sind zwar noch nicht ganz auf Temperatur, aber hiermit werden sie schon mal mehr sein. Und außerdem kriegt man dann trotz nicht aufgewärmten Reifen trotzdem ein bisschen Schub von der Batterie mit. Das ist für den Undercut, also für die Tatsache, dass ich früher boxe, dann frischere Reifen habe und mit frischeren Reifen bessere Zeiten fahre, als die, die noch nicht auf neue Reifen gewechselt habe, ist es dann ideal, wenn ich jetzt eben gute, richtig gute Rundenzeiten hinlege. Deswegen sollte man davor und danach immer ein bisschen Batterieladung haben. Und wir schauen mal, wie wirksam der Undercut ist. Ich glaube, Alonso werde ich damit... Na, vielleicht kriege ich sogar Alonso damit, wenn der auf seinen alten Mediums schlechte Runden fährt. Noch ist er nicht in der Box gewesen. Vielleicht nächste Runde. Ich glaube, das Originale oder... Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,8 Sekunden. Originale Boxenstoppfenster geht ja bis Runde 18.
Und die haben mich auf Runde 15 irgendwie vorgezogen oder Runde 16, weil ich so einen hohen Verschleiß habe. Oder vielleicht, weil Regen ansteht und die schon wissen, dass ich wahrscheinlich Intermediates brauchen werde. Wir fragen nochmal nach dem Wetter. Wetterbericht. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. 5 Minuten bis zum Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay, gut zu wissen. Also wirklich so in Runde 23 wird es ein bisschen anfangen zu regnen. Das könnte natürlich für einige Probleme sorgen. Zum Beispiel auch, dass irgendwer crasht und ein Safety Car verursacht wird. Wodurch alle, die noch nicht in der Box waren und vor mir sind, deutlich... was machst du denn? Du kannst doch nicht in mich reinfahren. Vielleicht war es auch meine Schuld, ich weiß es nicht ganz. Habe ich ihm keinen Platz gelassen. Es ging alles ein bisschen schnell. Unser Auto hat es aber gut überlebt. Nee, hat es nicht. Wir haben leichten Frontflügelschaden. Beziehungsweise mittleren Frontflügelschaden. Bei Regen nicht so wild, weil wir eh langsamer fahren. Jetzt bei... im richtigen Rennen ist es relativ dramatisch. Weil sich das Auto deutlich beschissener lenken lässt, vor allem in den Kurven. Und sobald wir nochmal rein müssen, müssen die uns eigentlich neuen Flügel verpassen. Ich kann das zwar explizit ausstellen, ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich glaube, ich stelle es jetzt mal explizit aus. Flügelschaden reparieren, oh, das ist hier immer ein Krampf, das während des Rennens mit dem Controller umzustellen. So, jetzt ist es mal auf Nein. Falls ein Safety Car kommt, muss ich das unbedingt wieder aktivieren. Oh, was fahre ich denn da für einen Mist zusammen? Alonso in der Box, glaube ich. Alonso in der Box. Könnte auch Stroll gewesen sein, keine Ahnung. Das meinte ich mit dem Frontflügel. Ich habe zwar auch scheiße gebremst. Nee, wir haben Alonso deutlich undercuttet. Also wir sind sicher an ihm vorbei. Jetzt ist Verstappen Erster, aber der war noch nicht in der Box. Wenn der jetzt weiterfährt, bis es regnet und wir alle nochmal rein müssen, und er deshalb gewinnt, dann hau ich das Spiel nach der Episode. Das kann ja nicht wahr sein. So. 3,5 Runden noch und dann soll es anfangen zu regnen. Der Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Ich glaube, Alonso hätte auch nicht arg viel länger auf diesen schrappligen Mediums fahren können. Die waren ja bei mir schon relativ abgewetzt. Und er ist ja 2-3 Runden länger damit gefahren. Interessant, Verstappen immer noch nicht in der Box. Ich glaube, der wartet echt auf den Regen jetzt. Könnte natürlich auch gehörig nach hinten losgehen, falls es nicht stark regnet. Oder falls er boxt und irgendwie Regenreifen bzw. Intermediates aufzieht und es dann nicht stark regnet und er wieder rein muss und dann... Ach, das Reifengame in dem Spiel ist schon faszinierend für mich. Geht so viel strategische Faktoren bei so einem Boxenstopp. Auch Abhängigkeiten von anderen Teams, das ist grandios. Na komm, nicht in Kies. Unsere Rundenzeiten sind aber besser als die von Max Verstappen. Ist nicht verwunderlich, wir sind auf frischeren Reifen. So gut sind wir nicht. Im Vergleich dafür, dass er, glaube ich, 21 Runden auf den Reifen hatte. So, komm rum. Oh, der Flügelschaden macht sich echt bemerkbar. 15 Runden sind noch übrig.
Oh je, da kann noch so viel passieren. Naja, nicht ideal genommen, die Ansammlung an Kurven da, aber zu schlimm war es hoffentlich nicht. So, auf der Geraden, auf der langen. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Na, wunderbar. So, wieder Batterie an. Oh, es regnet. Es regnet. Jetzt wird's rutschig. Noch merke ich nichts, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Das ist gut. Noch rutscht es tatsächlich auch nicht wirklich. Nur wenn wir hier das Fenster verpassen, dann haben wir echt ein Problem. Das richtige Fenster zum Reifenwechsel. Und Verstappen scheint wieder eine göttliche Strategie zu haben. Wenn wir jetzt auf Intermediates müssen und der einfach reinfährt und damit ist sein Boxenstopp abgehakt, hau ich das Spiel wirklich. Vielleicht war der aber auch auf einer anderen Strategie, weswegen er nicht Erster war. Also vielleicht war er auf roten Reifen und hatte dann auf gelbe gewechselt und kann deswegen noch so gut mit denen fahren. Ich glaube, das ist das Realistischere, als dass Alonso ihn einfach irgendwo kassiert hat und all die anderen. Wir überrunden gleich jemanden. Irgendein Williams, wie es aussieht. Das muss Sergeant eigentlich sein. Zumindest wäre das das Logischste. So ist es ja auch in der Realität öfter gewesen. Einfach nicht so gut klargekommen in seiner Rookie-Saison. Ich hoffe, das wird besser für ihn. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Möchte mir nicht vorstellen, unter welchem Druck der steht. Also noch ist nicht rutschig genug zum Reifenwechseln. Nee, vor uns ist tatsächlich Elben. Alexander Elben. Hatte ich nicht erwartet, den als erstes zu überrunden. Ist ja auch praktisch nicht der erste, das ist der 18. Das heißt der 19. und der 20. Ah doch, das sind die beiden Ausgeschiedenen. Lila Flagge. Nee, eigentlich blaue Flagge. Da wird mal schön vorbeigelassen. Oh, komm rum. Also so langsam fängt es an, leicht rutschig zu werden. Kann ich echt nicht mit viel Speed nehmen hier. Noch klebt es ganz gut wirklich auf dem Asphalt. Ist es vor uns Verstappen? Sieht so aus. Haben uns dran gekämpft mit unseren schönen harten Reifen. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Na gut, hören wir auf unseren Renningenieur, der hat da meistens den richtigen Riecher. Und außerdem kennt der den Wetterbericht besser als ich. Außerdem slidet es noch nicht so heftig. Das ist noch nichts dagegen, wie es ist, wenn es dann wirklich mal eine Weile geregnet hat. Dann sind die Autos auf den Reifen praktisch unkontrollierbar. Und Regenreifen machen das nur bedingt besser.
Verstappen müsste aber nach der anderen Strategie nochmal in die Box kommen. Der kann doch nicht jetzt auf den gelben Reifen hier 20, 25 Runden fahren. Ich verstehe seine Strategie nicht. Na, jetzt gewinnt er wieder mal. Kann nicht mehr reden. Jetzt gewinnt er wieder an Abstand. Muss auch ein bisschen langsamer fahren tatsächlich mit den Reifen. Die fühlen sich auch nicht mehr so toll an. Kann natürlich am Regen liegen. Okay, aber Verstappen ist jetzt so langsam auch am Struggeln, wie man so schön neudeutsch sagt. Wir haben eine halbe Sekunde auf ihn jetzt wieder aufgeholt. Nicht gut. Ach, in Verstappen schon möchte ich jetzt auch nicht stecken, weil irgendwann demnächst sollte er wahrscheinlich nochmal seinen zweiten Boxenstopp machen. Aber jetzt ist die Frage, auf Slicks bleiben, also wieder Medium oder sogar softe Reifen für den Schlussspurt, oder fährt er jetzt einfach weiter, oder fährt er auf Intermediates, also den leichten Regenreifen. Vor allem, wenn er jetzt reinkommt zum Wechseln auf nochmal gelb oder rote Reifen, und dann auf Intermediates muss, wird es relativ tragisch für ihn. Es wird rutschig. Es wird rutschig. Beträgt 10,4 Sekunden. So, wir sind 3,4 Sekunden von Verstappen entfernt und sind noch etwas, sagen wir mal, 8 Runden, etwas über 8 Runden. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Ja, die sind genug gemanagt. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Na komm, mach's irgendwie rum hier. Das hat mir gar nicht gefallen, wie es da ausgebrochen ist. Die Situation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind. Aber sie machen es nicht mehr lang und es wird schwierig für dich sein, sie auf der richtigen Temperatur zu halten. Die Intermediates sind bereit, wenn du sie brauchst. Das wird jetzt ein Gamble. Also Gasly lässt uns vorbei, das ist sehr nett. Ihr könnt natürlich jetzt demnächst rein. DRS ist deaktiviert. Okay, jetzt wird's ernst. Wir hätten jetzt reingehen sollen. Verstappen ist drin. Verstappen ist drin und wechselt wahrscheinlich auf Intermediates. DRS ist offline. Das heißt, wir müssen jetzt rein zum Reifen wechseln. Sonst wären wir nur noch sliden. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Ich schaue, ob ich es einstellen kann. Ich glaube, wir brauchen Intermediates. Wir brauchen ganz dringend Intermediates. So. Boxenstopp. Ist angekommen. Bestätige. Box. Mach doch was. Boxenstopp. Okay, Boxenstopp.
geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Dankeschön. Da hat man ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Ich glaube, Verstappen hat die richtige Wahl. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch rein. Das hat keinen Wert mehr. Außerdem sind die harten Reifen auch so gut wie durch. So, das muss jetzt klappen. Da muss jetzt alles klappen. Komm schon, vor Verstappen wieder raus. Und los. Nein, wir schaffen es nicht. Wir kommen hinter Verstappen raus. Der hat mich dermaßen undercuttet. Selbst Perez ist vorbei. Aber Perez hat harte Reifen. Das wird nicht lang gut gehen. Wieso klingt mein Ferrari denn gerade so komisch? Oh je, wir sind auf dem vierten Platz. 6 Runden verbleiben. Aber Perez hat, wie gesagt, harte Reifen. Damit wird er nicht weit kommen mehr. Nicht so wie gerade Shift. Ja, wir machen ja hier gerade so viel Zeit gut. Das ist so interessant, wenn oben wirklich die Hundertstel Sekunden ploppen wie nix. Die Tausendstel Sekunden. Hundertstel? Zehntel? Was auch immer. Da ploppt alles runter. Der ist definitiv zu spät in die Box gegangen. Schade für sein Rennen. Aber wir haben die richtige Wahl getroffen. Oh, was macht der denn? Alonso geht auch in die Box. Das heißt, wir sind jetzt wieder Platz 2. Und Verstappen, scheiße, ist 4 Sekunden weg wieder. Wäre mal doch die Runde früher gegangen, dann wäre mal vorne geblieben. Ah, noch ist Zeit, das aufzuholen. Noch ist Zeit, das aufzuholen. Es ist kein Träumchen, mit diesen Reifen zu fahren. Die sind auch ein bisschen kalt, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich mehr hin und her sliden. Vielleicht bringt das ja was. Oh, komm rum, komm rum, komm rum. Wir holen auf jeden Fall wieder mächtig auf Verstappen auf. Ist das nicht schön? Und Hamilton hinter uns immer noch auf harten Reifen. Was denkt der sich denn gerade? Schon, er ist doch so leicht in Sicht. Schon leicht in Sicht. Jetzt aber 1,8 Sekunden Entfernung. 4 Runden verbleiben. Da kommen wir vorbei. Na komm. Oh, beinahe nicht abgebremst genug bekommen für die Kurve. Zeit haben wir nicht aufgeholt mehr in der Runde. Immer noch 1,8 Sekunden. Sogar wieder ein Tick schlechter geworden. So, Batterie an, in der Hoffnung, dass es was bringt. DRS-Unterstützung ist natürlich aus, wenn es so heftig regnet. Das heißt, wenn wir nahe genug kommen, müssen wir ihn irgendwie aus eigener Kraft überholen können.
1,3 Sekunden. 1,2. Oh, die Kurve ist nicht gut für mich. Die Kurve ist nicht gut für mich. Ich glaube, die war ganz gut. 1,1 Sekunde. Ich werde die Batterie bis zur letzten Runde aufbewahren. Oder zu dem Moment, wo wir ganz nah dran sind. In der letzten Runde werde ich alles rauslassen, was ich noch habe. Oh, rutscht doch nicht so weit. 0,9 Sekunden. Zwei Runden verbleiben. Beinahe ins Heck geslidet. Da war ich ein bisschen greedy, ein bisschen gierig. Komm rum. Oh, ich werde unkonzentriert und ich werde ungeduldig. Nicht die ideale Voraussetzung, um jemanden zu überholen, bei den Geschwindigkeiten, im Regen. Runde 35 von 36 beginnt jetzt. Vorletzte Runde. Wieder nicht gut erwischt, direkt über den Körb gefahren. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Nerven und meistens Underbody. So, Batterie hatte ich kurz ein bisschen geöffnet, dass wir auf der Geraden ein bisschen mehr Bums haben. Oh, komm schon. Ich werde es nochmal ein bisschen anschalten, weil wenn der jetzt überrundet und wir auch noch überrunden müssen, dann ist er weg. Das kostet so viel Zeit. Jetzt. Zu greedy. Da ist er wieder vorbeigekommen. Das habe ich gemeint. Jetzt ist noch ein anderer Spieler dazwischen. Gut, der lässt uns zum Glück durch. Oh, ich hatte ihn fast, aber ich konnte nicht bremsen. Konnte da einfach nicht mehr das Auto bremsen und vernünftig auf die Straße schicken. Komm schon, letzte Runde, Batterie ist auf. Batterie ist auf, letzte Runde hat begonnen. Batterie ist für den Moment hier zu. Und Batterie wieder auf. Wir brauchen jeden Speed, den wir jetzt haben. Alles entscheidende Runde. Nur nicht zu greedy werden hier mit den Bremsen. Wir kriegen ihn, aber wir kriegen ihn woanders. Da, wo ich es gerade versucht habe, kriegen wir ihn nochmal. Ich nehme die Innenbahn. Zu dritt hier durch. Ich bremse rechtzeitig. Ja. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Jetzt das Baby nach Hause bringen. Der Rückspiegel oder die Sicht im Rückspiegel hat mir gerade keine Freude gemacht. Na komm. Nur noch hier rumwimsen. Ja, Zielgerade. Oh, wir haben es geschafft. Und das im Regen. Und das gegen einen super aufgepumpten Max Verstappen. Und wenn es nur die AI-Variante ist. Eine beeindruckende Teamleistung hat hier in der Steiermark zum Sieg geführt. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht.
Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Wie ja, mit meiner Siegerehrung. Eine Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Schön, Alonso ist auch noch Dritter geworden. Das ist doch ein schönes Ergebnis. Hui, da habe ich aber für schwitzen müssen. Ist das nicht schön und schmeckt auch noch so gut. Und das sogar im Home Grand Prix, im Home-Rennen von Red Bull. Gut, das Podiumpass brauchen wir nicht. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Seine Fähigkeit, der Rennstrategie auf den Punkt genau zu folgen, muss man loben. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und da schließe ich mich wieder an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Sonntag.